Guten Morgen, schön, Sie wiederzusehen. Kaum bin ich den ersten Tag aus der Elternzeit zurück, also heute scheint fast überall die Sonne. Gut, die Temperaturen, die lassen noch zu wünschen übrig, daran arbeite ich noch. Hier sehen Sie unseren guten Einfluss, nämlich unser neues Frühlingshoch. Nevi, das sich wunderbar über den britischen Inseln dreht. Nevi putzt bei uns den Himmel blank. Leider aber zeigt es uns auch die kalte Schulter. Damit meine ich die kühle Nordströmung direkt zu uns. So bleiben wir erstmal unter der 20-Grad-Marke, aber das wird schon. Sie sehen hier nämlich die Temperaturtrends von Berlin, das Ganze in Rot und München in Blau. Berlin bleibt erstmal bei 15 Grad hängen, während München morgen und übermorgen nochmal abfällt auf 9 Grad. Dafür geht es in Bayern steil bergauf zum Wochenende, nämlich 24 Grad am Samstag. Berlin muss sich auch nicht verstecken mit 23 Grad. Aber erstmal zu heute. Sonne pur von der Nordsee runter bis zum Bodensee. In Südbayern viele Wolken. Der Regen an den Alpen, der hört aber im Laufe des Tages auf. Dafür aber von der Ostsee neue Schauer, die ins Landesinnere ziehen. Berlin bekommt ein bisschen was ab. Die Temperaturspanne reicht von 7 Grad im Erzgebirge bis 16 Grad in Köln. Es sind 14 heute in Hamburg, 16 in Freiburg und München auch heute nur 10 Grad. Die nächsten Tage, die bleiben ähnlich. Morgen von Sachsen bis zu den Alpen schaurig, aber von der Nordsee bis zum Schwarzwald wieder echt nett. Mittwoch nochmal das gleiche in Grün, kann man sagen. Die Temperaturen lassen noch etwas nach. Donnerstag etwas milder und Freitag dann schon bis 23 Grad Gewitter inklusive. Am Wochenende dann fast alle 20 Grad und mehr. Kann jetzt Mitte Mai aber auch echt mal losgehen. Genau wie die Nachrichten mit Felicia Pochhammer und Carsten Hedler. Und damit guten Morgen und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Was für ein Morgen, muss man sagen. Wir ab Zukunft immer ab 7 Uhr gemeinsam und Miriam ist auch wieder da. Also, da tut sich was bei uns. Da tut sich was, aber es tut sich tatsächlich auch was in Passau. Und damit schauen wir jetzt nach Frankfurt aufs Parkett. Zugeschaltet ist Patrick DeWayne von der Aktionär TV. Patrick, wie schaut's aus? Wie sind denn die Vorgaben heute? Ja, wie ihr das macht in der Doppelmoderation und ich da auf der großen Leinwand dann mal einen schönen guten Morgen damit nach Berlin. Ja, und die Vorgaben, sie sind eigentlich gemischt, muss man tatsächlich sagen. Siehst du, und auch Patrick freut sich darüber, dass er jetzt anders ins Licht gerückt wird auf unserer großen Videowall. Wir machen nur eine ganz kurze Pause, einen Spot und dann sind wir gleich wieder da. Bis gleich. Tja, da ist sie wieder. Wir begrüßen dich in unserer Runde, danke. Miriam, aus der Elternzeit zurück. Schön, dass du wieder da bist. Jetzt seid ihr hier zu zweit. Was ist hier los? Ja, wir wollten dich in voller Mannschaftsstärke wieder zurück begrüßen. Es hat sich viel verändert. Ich merke schon. Ja, ja. Außerdem kann man jetzt Carsten auch nicht mit einer Frau alleine lassen. Was soll das heißen? So unfassbar. Aber die Wahrheit. Miri, leg mal los. Schön, dass du wieder da bist. Guten Morgen. Guten Morgen. Fast alle 20 Grad und mehr. Kann Mitte Mai auch mal ein bisschen losgehen. Oder? Ich finde es eine super Nachricht für Berlin, weil der Garten, der braucht Wasser. Das alles viel zu trocken. Ja, oh, du heute so positiv, was ist denn da los? Immer ein sehr positiv denkender Mensch. Ja, warst lange nicht mehr da. Ja. Hat sich viel geändert. Das habe ich total verfolgt. Altersmilde geworden. Besser hier. Danke, Miriam. So, wir schauen gleich auf ein ernstes Thema. Am Ende ging es für den V dann aber wieder zu seinem Besitzer zurück. In Südkorea ist es legal, dieses Tier als Haustier zu halten. Sind die Wohnungen da nicht relativ klein in Seoul? Also so. Deshalb wieder mal wieder, meinst du? Vorsprung sitzen. Ja. Ja, aber ich meine, wenn der so sein schönes Gefieder ausfährt. Wetter. Wieso? Carsten denkt heute zu viel. Das wollen wir sofort mit unterbinden. The Brain. Ja, was für ein Brain, ne? So, ich meine, Patrick, der Morgen ist ja durch. Insofern gebe ich heute mal ein freundliches Guten Tag von Berlin nach Frankfurt. Guten Tag, Thomas. Herr Klopp gewinnt die goldene Ananas und wir haben hier auch nicht mehr als Trostpreise, was den DAX betrifft, zu vergeben. Geht's dir gut? Ja, absolut, absolut. Also frisch, munter. Willst du mehr? Nee, das reicht. Das finde ich okay. Gut. Das nehme ich dann mit, wenn ich gleich nach dieser Schalte nach Hause gehe. Das war jetzt nicht fair. Patrick, das war nicht fair. Der DAX mit einem kleinen Verschnaufer, minus 0,7%, ein Plus von einem halben Prozent. Ja, geh doch wohin du willst, Patrick. Schönen Nachmittag. Tschüss. Geh ich. Tschö. So, wie geht's weiter gleich hier bei uns? Die Vereinigten Arabischen Emirate melden Anschläge gegen 4 Handelsschiffe im Persischen Golf. So, und das war's von uns für den Moment. 24 Stunden rund um die Uhr. Wo die Nachrichten?
hier bei uns. www.welt.de auch. Bleiben Sie dran. Also, dich kann man irgendwie mit fast nichts mehr erfreuen, aber oder? Wenn du mir jetzt, weiß ich nicht, Frühlingsblumen, Natur, Vögel gezeigt hättest. Entschuldigung. Das Wetter, ganz schnell das Wetter. Was wir aber sagen können, wir halten Sie hier auf jeden Fall auf dem Laufenden. Jetzt haben wir aber noch eine Meldung vom Sport. Der Streamingdienst Netflix macht aus dem Höhlendrama in Thailand eine Serie. Titel und Starttermin sind noch nicht bekannt. 12 Jungen. Was lese ich? Die folgende Sendung wird präsentiert von Unibet. Unibet. By Players for Players. Steht nichts drin. So. Jürgen Klopp träumt vom Halbfinaleinzug in der Champions League gegen Barcelona. Und hier. Die Sendung wurde präsentiert von Unibet. Unibet. By Players for Players. Soweit das Wichtigste für den Augenblick. Gleich geht's weiter mit der Börse am Abend. Mit Dietmar Deffner auf jeden Fall. Und eine Milliardenstrafe der EU lässt den Gewinn von Google einbrechen. Außerdem der DAX geht mit einem kleinen Plus in den Feierabend. Im April legt er insgesamt um 7% zu. Und wir halten Sie auf jeden Fall auf dem Laufenden in Sachen Venezuela. Bleiben Sie bei uns. Aber muss ja keine Einbahnstraße sein, oder? Du, weißt du, woran es liegen könnte? Ich glaube, ich freue mich aufs Wochenende. Heute Mittwoch, morgen wird das Wetter schöner. Und dann, soll ich dir was sagen, am Samstag angrillen. Ja. Ja? Ich freue mich drauf. Danke, Franziska. Komm, nee, jetzt nicht mehr. Nee, ist vorbei, oder? Hatten wir. So, noch eine Meldung vom Fußball. David Wagner wird neuer Trainer. Das kann schon mal passieren. Ja, sieht auch wunderhübsch aus, ja? Maira Rothe. Darf ich die Meldung noch fertig machen oder kommen wir gleich? Es ist Freitag, ja? Da macht auch so eine Kamera, was sie will. Ich glaube, ich spinne. So, ich fange noch mal an. Und jetzt hübsch, hübsch nach drüben, Kamera 2, aber zack. So, damit sind wir beim Wetter. Und? Ich sag, und sie tut's. Das konnten Sie jetzt nicht sehen, aber anderes Thema. Wetter, Wochenende, haben wir was davon oder eher nicht, Maira? Es kommt darauf an, was wir vorhaben. Es wird kühl. Hast du schon mal mit Politik probiert, so Politikerin für irgendeinen... Diplomatin. Ja, ich weiß, ich bin Wetterdiplomatin. Ich meine, das ist doch nicht Fisch, nicht Fleisch, das ist nicht rot, nicht grün, nicht schwarz, nicht weiß. Ja, aber wir können es doch eh nicht ändern. Und man muss doch immer das Beste draus machen. Ich glaube, Politik ist ihr Fach, oder? Das Wetter bitte. Vielen Dank.